Hallihallöchen, meine Freunde, und damit herzlich willkommen zurück zu Hydroneer. So, jetzt muss ich mal schauen, wie das Mikrofon... Ja, doch, müsste passen. Ah, ja, was haben wir... Oh, ach ja, da war ja noch was. Ja, wir haben morgen, sehr gut. Das heißt, wir müssen nicht gleich wieder schlafen gehen. Wunderbar. So, wo war ich denn überhaupt stehen geblieben? Ich... Achso, das Wasser ist nicht an. Ich wollte... alles wieder anschalten. Ja. Gute Idee. So. Die Bohrer sollten alle wieder angehen. Hier ist noch überall was drin. Ja, die sind alle nicht an. Warum sind die nicht an? Was ist da los? Ah, okay. Die müssten... Die mussten zuerst mal... wieder runterfahren. So. Ja. Jetzt kann ich hier mit dem Mausrad aha. Okay, doch ein bisschen geht. Ich muss hier mal weg. Ist so laut. Ich habe von meinem netten Kommentator Mike den Tipp bekommen, mit dem Mausrad kann ich Sachen herschieben und ja, naja. Ja, bedingt. Herschieben und ranziehen. Ja, herschieben, wegschieben und ranziehen, meine ich natürlich. Aber ja, das, ja, funktioniert jetzt nicht ganz so, wie ich mir das vorgestellt hätte. So, Problem ist, zack, erstmal da runter. Problem ist, wie komme ich dahin zum Anschließen? Ich müsste tatsächlich hier erstmal weggraben, dass ich hier überhaupt ranlaufen kann. Mir da so ein bisschen einen Gang machen. Mann, ist das laut hier unten. Ein Servicegang quasi. So, jetzt komme ich auch dahin. Hä, habe ich die nicht alles schon festgemacht? Offensichtlich nicht. So, und wie komme ich hier lang? Ja, doch, hier müsste ich eigentlich auch rankommen. Also, ich muss mir dann halt immer hier wieder weiter bauen. Okay, dann machen wir erstmal... Entschuldigung. Erstmal, ja, dann machen wir erstmal... Nein, wir machen erstmal die hier alle fest, die jetzt noch lose sind. Der bleibt da auch, das bleibt da auch. Hep, der bleibt auch da, das ist auch richtig. So, hier. Ist der hier lose, ne? Oh, oha, fast runtergefallen. So, schmeißen wir mal dahin. Hier ist kein Platz zum Laufen, das gibt's doch nicht. So, erstmal da so ein bisschen Platz machen. So, jetzt brauche ich ein T-Stück für da hinten. Ach, genau, das war's. Zuerst mal muss ich hier das ganze Ding wieder ausmachen. Sonst, ach du Scheiße. Passiert genau das hier. Warum auch immer. Hä? Ich habe ihn doch rausgenommen.
Warum fallt ihr nicht nach? Jetzt ab. Ach du Scheiße. Okay. Hey, hey, hey. Ja, da kommt aber was rum jetzt. Na gut. So, dann schmeißen wir die erstmal so rein. Alle, die jetzt da drüber hinausgeplumpst sind. Boah, da kommt aber ganz schön was rum hier. Meine Güte. Zack. Und zack. Ja, wunderbar. Alter Schwede, Dingens müssten ja überquellen hier. So, hier einmal. Zack. Dann können wir hier mal überall was rauslassen. Das hier können wir zersägen. Okay, sind schon mal zwei große. Die sind mir aber noch zu groß. Alter Schwede, was war denn das für ein Teil? Um Himmels Willen. Ich komme da ja gar nicht mehr hinterher jetzt. Okay, ich mach nochmal aus. Hier liegt auch noch ein Klumpen. Ach so. Ach nee, ist ja egal, den kann ich ja. So. Zack, alles steht. Hier liegt auch noch ein Klumpen. Wie auch immer die hierher kommen. Liegt da gerade einer drin? Ja, super. Deswegen passieren hier diese Karambolagen. Oh, das sind sogar zwei. So, raus damit. So, dass wir hier nicht wieder Verstopfung bekommen. So, dann der hier. Auch noch hier hin. Achso, hat sich verbunden. Ich denke gerade, hä, wo ist der hin? Liegt hier sonst noch. Das muss ich auch mal noch wegmachen. Da, Huch, wie kommst du denn daher? Na. Eisen, Eisen, hier. So, haben wir da noch mehr irgendwo rumliegen? Wo es nicht hingehört? Nee. Hier sieht soweit alles normal aus. Sehr gut. Ja, komm, dann mache ich mal hier weiter. Alter Schwede. Wie groß war denn der Barren, bitte? Ist ja verrückt. Krieg da gar keine kleinen mehr raus. Ich will kleinere. Was soll denn das? Jetzt werden sie klein. Wobei die jetzt wiederum zu klein sind. Ach, egal. Stopfe ich halt überall zwei rein. Kohle liegt hier. Ah, 1500 nur. Das ist ja fast lächerlich. So, alles schön hier rein. Also ich dachte, dass wir eventuell ein Kristallproblem bekommen könnten. Aber mittlerweile, glaube ich, hat sich das erledigt. Denn das ist nun wirklich so viel. Da strahlt dieser Eimer, der strahlt schon so, dass man hier nicht mehr reingucken kann. Krass. Komm her. So. Alter Schwede, das dauert. Huch, das macht schon keine Geräusche mehr. Junge, Junge.
So. Also gut. Wo müssen wir denn noch was auffüllen? Hier war doch... Nee, da ist was drin, da ist was drin, da ist was drin. Hatten wir nicht noch irgendwo welche, wo nichts drin war? Well. Hep. Hier ist was drin. Wow, ich stecke. Hier ist was drin, da ist ein riesiger drin. Nö, das, da ist überall was drin. Hier habe ich schon lange nicht mehr nachgeschaut. Da sind riesige drin. Okay. Überall Vollgas. Boah, jetzt sag bloß, wir haben zu viel Kristalle. Das kann ich mir ja gar nicht vorstellen. Ach, hier sind ja auch noch welche. Hier sind auch überall welche drin. Da sind noch keine drin. Legen wir da auch mal welche rein. Dann kann das Ding gleich losgehen. Oh, drei Stück rein. So. Und in den hier auch gleich. Na? Nein, 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 halt, 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 nein! Ja, klasse. Hole ich später. Beziehungsweise vergesse ich später und hole ich nie. Ist quasi der Notbarren. Den haben wir dann hier liegen. Okay, gut, dann mache ich hier das untere Kristalllager. Und den hier nehme ich für hier oben. So, dann Clotium. Haben wir hier noch eins. So, dann machen wir mal große Barren draus. Ja. Na, rein mit dir. Rein mit dir. Mensch. Jetzt ist er drin. So, und den schmeißen wir auch rein. Ins Richtige. Und den hier. Erstmal ein bisschen aufräumen hier. Na. So. Also die Clotium-Barren. Bin schon wieder viel zu nah dran. Die Clotium-Barren. Die würde ich mal. Beziehungsweise den Clotium-Barren. Das wird ja ein ziemlich großer werden. Den lagere ich erstmal. Flump, was ist denn der eigentlich wert? Nur mal so 1700, ja, ist jetzt nicht so viel. Da wir ja damit vielleicht mal irgendwas craften wollen, craften, aber nur vielleicht. Deswegen, so, dann Silber. Quatsch, Silber, Eisen. Schmelzen wir auch zu einem großen ein. Aus dem wir dann sowieso wieder zwei oder drei machen. Drei. So, das war Lögold und hier kommt nochmal Lögold. Gut, also die Anlage steht jetzt erstmal. Das heißt, ich lasse hier überall die Barren raus. Und die hier nehme ich mir auch mal raus. Schmeißen wir mal hier hin. Schön, dass die so schön stehen bleiben. Wunderbar. Sieht richtig schick aus. Oh, toll. Okay, so, was wiegt dieser Goldbarren? 900 Kilo. Wie viel sind das? 18.017. Das sind 8.000. Das sind, wären 100. 17, 100, 8.000, 18.000.
Huiuiuiuiui. Ja, wir brauchen Geld. Naja, wir haben noch Geld. Ach, egal. Wie viel brauche ich? 2 Stück, ne? Wir schmelzen das, wenn wir eh einkaufen gehen. Denn wir müssen ja noch ein paar Rohre kaufen für unten. Dann schmelzen wir das Zeug eben ein. So, was ist der? 13.000 wert. Leg mich am Arsch. Ist ja krank. So, dann machen wir 3 Stück draus. Halt. Zuerst mal den Schmiedehammer. Der ist da. So, dann einmal das. Mit 2x Gold. Einem Kristall. Und doing. Und jetzt ist die Kette wie viel wert? 27.400. Ja. Nicht schlecht. So, 3x Eisen. 1x. 2x. Und 3x. Und das gibt ein schönes Schwert. Lalala. Kann man die Säge eigentlich auch dahin hängen? Ja, schön. So, reicht schon, oder? Ja, draufhauen sollte ich auch noch können. So. Hui, schönes Schwert. Wie viel? 19.000. Oder beziehungsweise nicht wiegt wie viel, sondern ist wie viel wert. So, schickes Sümmchen liegt hier auf dem Boden, was? Gut. Das Geld tue ich mal hier rein. Und das legen wir hier dazu. Entschuldigung, mein Geräusper wieder. So, den kleinen Pummeluff hier tun wir hier rein. So. Okay, das heißt also, wir müssen jetzt noch einkaufen gehen. Eine Palette, die kommt mir gerade gut gelegen. Hier ist, nein, da ist noch nicht leer. Gut, ich fahre mal hier hin. Die Davids, die lasse ich mal hier stehen. Die müssen ja noch nach unten. Alter Schwede. 16 Bohrer. Total verrückt. Dann haben wir hier noch eine Leiter. Warum auch immer. Hier vielleicht. Dann können wir von der Seite auch ran. Ja, was soll's. Egal. So, was haben wir noch? Zaunteile. Wo wollte ich denn die noch hinmachen? Ah, hier drüben, ne? Ja, genau. Hier. So. Ach komm, ich fahr mal rüber. Ach, und da ist auch noch der... Oh, ich sehe gerade, wir haben fast kein Wasser mehr da drin. In unserer Kiste. Ach doch, ist noch über Hälfte. Zack. Dun, 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 dun. So, hab nochmal eben kurz richtig geräuspert. Hab mich geräuspert. So. Schwupp. Eins haben wir noch. Das passt ja. Bäh. Riesenfreeze. Das passt ja wie die Faust aufs Auge. So, jetzt habe ich aber hier nichts mehr zum Festtackern.
Und da liegt auch noch Zaun. Und da ist was zum Festhackern. Sehr gut. So, was muss fest? Das und das und das und das und das und das. Sonst war hier noch diese Treppe. Kürbis. Hatten wir hier nicht nochmal einen? Gut, da haben wir. Und den Hammer hängen wir auf. Den Hammer hängen wir auch auf. Das kommt mit. Gut, es wird auch schon wieder dunkel. So, ein Sockel. Komm, weißt du was? Machen wir so. Bah. Hammer. Schwupp, Sockel fest. Nee, das ist Quatsch hier. Hä? So, dann machen wir den hier hin. Und den da oben drauf. So. Das sieht schön aus. Wunderbar. Okay, hier oben war noch einer, der auch noch nicht fest ist. Egal. Der bleibt jetzt lose. So, dann hopp. Schmeißen wir das hier rein. Und dann schmeißen wir unser Schmiedegut hier rein. So. Und die teure Halskette für die Dame. So. Und natürlich die Kohle. Lamonetas. Komm auch mit. Les Monetas, keine Ahnung. El Moneto. Gut. Dann will ich noch mal ganz kurz unten schauen. Ich bin mir eben... Warum habe ich hier jetzt 6 Stück? Achso, 2 Stück habe ich schon unten. Klar. Ich war mir nicht ganz sicher. Habe ich da unten wirklich kein T-Stück mehr? Ich habe noch Korken, ich habe Druck, ich habe mein Lost Bar. Huch. Was hat das mit dem Boden gemacht? Cool. Cooler Effekt. Ne, da ist tatsächlich kein T-Stück mehr bei. Hep. So, dann kommt das da rein. Zack, in die glühende Kiste. In die, ja, Kiste vor allem. In den glühenden Eimer. Jetzt ist die Frage, wo bekomme ich Wasser her? Ich habe ja jetzt keinen Eimer mehr, oder? Ne, irgendwie habe ich keinen Eimer mehr. Naja, gut. Wird schon noch reichen. Ist noch mehr bei 1 als bei 0. So, meine Freunde, dann würde ich sagen, ich gehe schlafen. Und wir sehen uns dann morgen wieder, wenn es wieder heißt Time to Play, hier bei Hydroneer. Bis dahin, macht's mir gut. Haben wir ja jetzt nicht sehr viel hingekriegt. Ein bisschen aufgeräumt, das ist ja auch nicht schlecht. Muss ja auch mal sein. So, gut, dann bis morgen. Tschüss.